Kann in der Meisterschaft auch passieren, dass man plötzlich einen mehr hat. Wichtig sind dann, dass man den Ball laufen lässt, dass man den Gegner hin und her verschiebt, weil irgendwann, oftmals ist es so, dass man eine Überzahl, wenn die länger dauert, auf den ersten Blick nicht so sieht. Das sieht man auch immer wieder an den Wochenenden in den Ligen. Aber wenn man eine halbe Stunde, 35 Minuten Zeit hat und den Gegner gut bewegt, wird es irgendwann, hat man den Vorteil durch Kräfteverschleiß beim Gegner, weil man doch einen mehr hat, weil man doch ja mehr Meter hat. Und das war dann auch zusehends zu sehen. Wir haben das Spiel dann komplett in die Hand genommen, komplett dominiert, in Gegners Hälfte nur. Noch ein zweites Tor nachgelegt, ein schönes Tor. Und ja, bis zu 75 oder 273 Minuten, dann habe ich dann die 23 Spieler, die wir noch hatten, alle mit eingewechselt. Und ab dann war dann eine Jugendschaft auf dem Platz. Aber auch da haben wir es gut und kontrolliert, hatten noch 3-4 Chancen. Und deshalb war es auch da ein vollumfänglich ein guter Test. A, gewonnen, B, nichts zugelassen, was ein Hauptziel war. Und C, Jugendspieler auch wieder ranführen, mal ein bisschen ran, auch wieder, dass sie wissen, wo sie hinwollen, dass sie wissen, wo die Ziele sind, wie die Abläufe bei uns sind, ein bisschen kennenlernen und auch für mich, diese Perspektivspieler mal drauf sehen zu können, wo sie die Fähigkeiten sind. Und deshalb war, glaube ich, ein abschließender positiver Test. Ja, ich glaube, wir haben die ersten 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Dann haben wir das Spiel aber komplett beherrscht und haben nach hinten nichts zugelassen, nach vorne ganz gut gespielt, hätten vielleicht noch das eine oder andere Törchen mehr machen können, wenn wir es besser ausgespielt hätten. Aber rundum, denke ich, war es ein gelungener Test.